Und deswegen wünschen wir uns für die Zukunft mehr Ohms-Boxen. Mein Name ist David Bantschow. Ich bin einer der Vorsitzenden von Project Nadiya. Project Nadiya ist eine Hilfsorganisation und wir sind seit jetzt 3 Jahren in der Ukraine aktiv und helfen dort Menschen, die ja in besonderer Weise vom Krieg betroffen sind. Es ist so, dass wir in ja, 3 Hauptbereichen unterwegs sind. Das eine sind Hilfsgütertransporte in die Ukraine, um die Zivilbevölkerung dort zu versorgen. Das andere ist handwerkliche Nothilfe. Das heißt, wir machen dort vom Krieg beschädigte Infrastruktur, Wohninfrastruktur wieder bewohnbar mit Teams vor Ort. Und das dritte ist, dass wir uns dort um kritische Infrastruktur und da im Kern um Energieinfrastrukturprojekte kümmern, um da wieder eine Resilienz zu schaffen. Und diese Ohms-Boxen sind jetzt in der Ukraine und versorgen dort medizinische Infrastruktur in Zeiten, in denen eben täglich mit Stromausfällen zu rechnen ist und diese auch tatsächlich stattfinden. Ja? Also stundenlange Stromausfälle in großen Städten. Das wiederum hat uns, ich würde sagen, zu einem unserer größten Erfolge auch geführt, den wir dieses Jahr feiern konnten. Und da geht es eben um die Lieferung der beiden Ohms-Boxen von Off-Grid Europe, die uns von einer Stiftung aus München finanziert worden sind und die jetzt dort in 2 Krankenhäusern zum Einsatz kommen, um dort die Energiesicherheit eben ja, zu gewährleisten. In our normal projects, we start from the requirements from the client. But in this project, it was different, and we felt a lot of responsibility to go to the extra mile to understand from them what are the real struggles and issues that they have. Wenn Elektrizität ausfällt, dann können wir beispielsweise unsere Verteilungen dort nicht machen. Wenn Elektrizität ausfällt, dann bringen die Hilfsgüter, die wir an das Krankenhaus geliefert haben, denen dort nichts, weil die mitunter gar nicht damit arbeiten können. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was können wir als Project Nadiya tun mit unseren Netzwerken, mit unseren Möglichkeiten, um dieses Problem anzugehen. Und so sind wir auf Off-Grid Europe im Prinzip gekommen. Das große Glück, was wir hatten, war, dass wir dann mit Off-Grid Europe in Kontakt gekommen sind, weil Off-Grid hat im Prinzip genau die Lösung, die wir brauchen, um den Menschen dort bestmöglich zu helfen. Due to the fact that it's not an easy thing to export material to Ukraine during this time. Not all the logistics companies are aware of the process and the procedure. At the end, we had a good agreement with a company. We understood the process very well on how to export these Ohms boxes and to deliver them to their final destination. Ja, und wir haben da jetzt 2 Krankenhäuser in den Fokus genommen in der Region. Und dort stehen jetzt die Ohms Boxen, warten derzeit noch auf die Zulassung durch den Netzbetreiber. Und werden aber jetzt in den kommenden Wochen an den Start gehen. Und für die bedeutet das ganz praktisch, dass sie jetzt eben, wenn draußen das Licht ausfällt, drin weiterarbeiten können. Und das ist so wahnsinnig wichtig und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir diese Batteriespeicher jetzt liefern konnten. Also das ist wirklich, wie unsere ukrainischen Partnerinnen und Partner sagen, pures Gold. Das Schöne dann daran ist, wenn wir so eine Ohms-Box in den Einsatz bringen, dass jeden Tag Menschen davon profitieren. Also nehmen wir mal das Beispiel der beiden Krankenhäuser. Jeden Tag sind dort Hunderte von Menschen, die behandelt werden. Das heißt, wir haben einen wirklichen Impact geschaffen, ja, der nachhaltig funktioniert. Und diese Arbeit, die dort in den Krankenhäusern ausgeführt wird, die ja wirklich, und damit übertreibe ich ja nicht, überlebensnotwendig ist, ja, diese Arbeit kann dadurch fortgesetzt werden in einer Qualität, die wirklich Leben rettet, dadurch, dass dort Elektrizität ankommt. Ne? Und das stellen die Ohms-Boxes eben sicher. Які надали цей безцінний для того часу, який ми зараз переживаємо в Україні. Це обладнання буде працювати на підтримку критичної інфраструктури і можна сказати відверто, що дуже багато життів буде завдяки такому пристрою збережено і дуже багато буде хорошого зроблено саме від того, що ви знайшли можливість що ви надали нам таке коштовне обладнання. They sent us a lot of videos telling how much they are so excited to power it up and ensure that there are some departments in the hospitals are never ever out of energy. Für die Zukunft würden wir uns wünschen, dass wir mehr der Systeme von Off-Grid Europe im Prinzip in den Einsatz bringen können. Das sind Sachen, das merken wir auch einfach an Emotionen, die uns dann von unseren ukrainischen Partnerinnen und Partnern entgegenschlagen, wenn dann das dort ankommt und ausgeladen wird und dann dort an seinen Platz kommt, wo wir einfach merken, das ist wirklich was,
das wird gebraucht. Ja? Also das wird gebraucht und das ist essentiell für die Menschen dort, um da eben auch eine gewisse Resilienz in der Zivilgesellschaft aufrechtzuerhalten. Und deswegen wünschen wir uns für die Zukunft mehr Ohms Boxen. Ja, і ми дуже щиро вам за це вдячні. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. З любов'ю, з України.